Klare Aufgabenstellung, wir brauchen die Inverse von dieser Matrix A. Wir beginnen also, indem wir die Matrix aufschreiben. 1, 1, 2, 2, 4, minus 3, 3, 6, minus 5, Strich. Auf der rechten Seite vom Strich steht die Einheitsmatrix. Da ich hier eine 3x3 Matrix habe, brauche ich hier auch eine 3x3 Einheitsmatrix. Und jetzt bringe ich die linke Seite auf eine Einheitsmatrix. Die Diagonalen oder die Diagonale ignoriere ich erstmal. Nur im Rest muss ich überall 0 hinkriegen. Das heißt, im ersten Schritt werde ich in der ersten Spalte da eine 0 und da eine 0 hinzaubern. Die erste Gleichung bleibt stehen. 1, 1, 2, 1, 0, 0. Nun multipliziere ich die Gleichung mit einer minus 2 und addiere das Ergebnis zur zweiten Gleichung, weil dann habe ich hier eine 0. Einmal minus 2 ist minus 2 plus 2 ist 0. Einmal minus 2 ist minus 2 plus 4 ist 2. 2 mal minus 2 sind minus 4 plus minus 3 sind minus 7. 1 mal minus 2 ist minus 2 plus 0 ist minus 2. 0 mal irgendwas ist 0 plus 1 ist 1. 0 mal irgendwas plus 0 mal irgendwas gibt 0. Damit hätte ich die zweite Zeile. Jetzt brauche ich die dritte Zeile. Wie kriege ich hier eine 0 hin? Ich multipliziere die obere Gleichung mit minus 3 und addiere zur dritten. Dann habe ich hier nämlich 1 mal minus 3 gibt minus 3 plus 3 ist 0. 1 mal minus 3 ist minus 3, plus 6 ist plus 3. 2 mal minus 3 ist minus 6, plus minus 5 ist minus 11. 1 mal minus 3 ist minus 3, plus 0 ist minus 3. 0 mal irgendwas plus 0 gibt 0. Und letzte Spalte, 0 mal irgendwas gibt 0, plus 1 ist 1. Damit habe ich jetzt in der ersten Spalte überall 0 hingezaubert, wo ich 0 hinhaben wollte. Jetzt kommt die zweite Spalte. In der zweiten Spalte das Diagonalelement, also die 2 ist in Ordnung. Hier muss ich eine 0 hinkriegen und da unten muss ich eine 0 hinkriegen. Da die zweite Gleichung unverändert bleibt, schreibe ich die erstmal ab. Also, die zweite Gleichung bleibt unverändert. 0, 2, minus 7, minus 2, 1, 0. Wie kriege ich statt dieser 1 eine 0 hin? Ich multipliziere die obere Gleichung mit minus 2 und addiere sie zur zweiten. Das Ergebnis ist meine neue erste Gleichung. Also, minus 2 mal 1 gibt minus 2 plus 0 bleibt bei minus 2. Minus 2 mal 1 sind minus 2 plus 2 ist 0. 2 mal minus 2 sind minus 4, plus minus 4 sind minus 11. 1 mal minus 2 sind minus 2, plus minus 2 sind minus 4. 0 mal minus 2 ist 0, plus 1 ist 1. 0 mal irgendwas plus 0 gibt 0. Dritte Gleichung. Da möchte ich ja jetzt da unten eine 0 hinhaben. Und ich verrechne es mit der zweiten Gleichung, weil ja eben die zweite stehen bleibt. Naja, die Zahlen sind ein bisschen ungeschickt. Ich habe hier eine 3 und hier eine 2. Also multipliziere ich unten mit einer minus 2, oben mit einer 3, addiere die beiden und dann fällt es weg. Hier 0 mal irgendwas plus 0 mal irgendwas gibt 0. Zweite Spalte, 2 mal 3 sind 6, plus 3 mal minus 2 sind minus 6, 6 minus 6 ist 0. Das wollte ich ja haben. Dritte Spalte. Minus 7 mal 3 sind minus 21. Minus 11 mal 2 sind plus 22. Minus 21 plus 22 sind 1. Vierte Spalte. Minus 2 mal 3 sind minus 6. Minus 3 mal minus 2 sind plus 6. Fällt weg, kommt 0 raus. Fünfte Spalte. 1 mal 3 sind 3. Plus 0 mal irgendwas sind 3.
Und letzte Spalte, 0 mal irgendwas ist 0, 1 mal minus 2 ist minus 2. Damit habe ich jetzt auch in der zweiten Spalte überall 0, wo ich haben will. Und jetzt muss ich in der letzten Spalte noch 0 hinkriegen. Das Diagonalelement ist in Ordnung. Das heißt, diesmal lasse ich die dritte Gleichung stehen, weil die in Ordnung ist. Ach, ich schreibe sie nachher auf, sonst verwische ich immer alles mit meinem Arm. Also die dritte Gleichung wird stehen bleiben und ich ändere die zweite und erste. Und zwar muss ich statt der minus 11 eine 0 hinkriegen und statt der minus 7 muss ich eine 0 hinkriegen. Im ersten Schritt verrechne ich also die erste und die dritte Gleichung. Die untere multipliziere ich mit 11 und addiere sie zur ersten. 0 mal irgendwas plus minus 2 gibt minus 2. 0 mal irgendwas plus 0 gibt 0. 1 mal 11 sind 11 plus minus 11 sind 0. 0 mal irgendwas gibt 0 plus minus 4 sind minus 4. 3 mal 11 sind 33 plus 1 sind 34. Minus 2 mal 11 sind minus 22 plus nichts sind minus 22. Zweite Zeile. Ich verrechne ja wieder mit der 1, mit der dritten Zeile. Multipliziere also die letzte Gleichung mit 7 und wenn ich das zur zweiten addiere, dann kriege ich hier meine gewünschte 0 hin. 0 mal 7 ist 0 plus minus 2 gibt minus 2. 0 mal irgendwas plus 2 gibt 2. Ich fange nochmal an mit der zweiten Gleichung, weil ich einen Scheiß gebaut habe. 0 mal irgendwas plus 0 gibt 0. So, jetzt 0 mal 7 gibt 0 plus 2 gibt 2. 1 mal 7 gibt 7 plus minus 7 gibt 0. 0 mal 7 gibt 0 plus minus 2 ist minus 2. 3 mal 7 ist 21 plus 1 sind 22. Letzte Spalte, minus 7, minus 2 mal 7 sind minus 14 plus 0 bleibt bei minus 14. Die dritte Zeile, die war ja in Ordnung, die schreibe ich einfach ab. 0, 0, 1, 0, 3, minus 2. Jetzt habe ich das Schlimmste hinter mir. Ich habe in der Diagonale nur noch Zahlen stehen. Oben und unterhalb der Diagonale sind Nullen. Und jetzt muss ich nur noch die Diagonalelemente auf 1 kriegen. Hier steht eine minus 2, also teile ich durch minus 2. Ich könnte auch mit einem halb multiplizieren. Hier steht eine 2, also teile ich die Gleichung durch 2. Und hier steht eine 1, also ist die Gleichung in Ordnung. Das heißt, mein letzter Schritt lautet, erste Zeile 1, 0, 0, minus 4 durch minus 2 sind 2, minus 17 und plus 11. Zweite Zeile teile ich durch 2, 0, 1, 0, minus 1, 11, minus 7. Und dritte Zeile bleibt stehen, 0, 0, 1, 0, 3, minus 2. Und hier habe ich meine Inverse. Und damit könnte ich das Ganze nochmal schön aufschreiben. A hoch minus 1 ist 2, minus 1, 0, 3, 11, minus 17, 11, minus 7, minus 2. Das ist toll. Wenn Sie möchten, können Sie die Probe machen. Und zwar müsste die Matrizenmultiplikation von der Inversen mit der Ausgangsmatrix müsste die Einheitsmatrix geben. Das heißt, es müsste in der Diagonale Einsen geben, ansonsten überall Nullen. Wenn Sie möchten, probieren Sie es. Wenn nicht, wären wir damit fertig.